Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, manchmal spielt das Leben anders, wie man möchte. Und mein Vorsatz für dieses Jahr war es ja mehr zu häkeln. So, jetzt irgendwie häkeln und ich habe keine Ahnung. Wir werden nicht so die Freunde. Ich habe das gehäkelt, da habe ich euch auch ein Video zugedreht. Da war ich im Urlaub. Ist ein Topflappen. Hier ist schon angekokelt, ja. Ich hatte allerdings auch die falsche Häkelnadel und alles dabei. Und irgendwie hatte bei TikTok eine geschrieben, ja, weil ich nur am Nörgeln war mit Häkeln, sagt sie, ja, sie hat als Anfänger auch keinen Bock, ne? Ja, verstehe ich auch, so geht's mir auch, wenn ich am Häkeln bin. Und von daher habe ich jetzt gedacht, ich habe ja gesagt, im Sommer kann ich nur unregelmäßig Videos hochladen. Und da kam mir die Idee, dass ich ja, oder dass wir zusammen, oder ich vor allem häkeln lernen kann. Eine Bekannte von mir, die kann das richtig, das ist Wahnsinn. Die häkelt Tiere und sowas alles. Ich muss euch mal, ich habe eine Tasche gehäkelt, ne? Boah, die sollte so und so groß sein. Und ach, mein Mann sagte, ist für Puppen, ne? Ja, so sieht sie auch aus. Und dann habe ich hier ein Körbchen gehäkelt. Ja, sieht aus wie eine Mütze. Ist irgendwie voll flach geworden. Und ich weiß halt auch nicht, was ich da falsch dran mache. Dann steht das hier immer so über. Das sieht so komisch aus. Ach, weiß ich nicht. Irgendwie, auch hier, seht ihr das? Das sieht so ganz komisch aus. Ich bin damit absolut nicht zufrieden. Und von daher dachte ich mir, so, im Sommer hat man Zeit für viele kleine Projekte. Und dann lerne ich häkeln und nehme euch so ein bisschen auf dem Weg mit. Und dann könnt ihr mir ja mal, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch wünscht, was ich mal häkeln sollte. Also ich wollte hier Körbchen häkeln, runde und eckige. Eckige sind, glaube ich, am einfachsten erstmal. Da braucht man nicht viel. Dann so ein Einkaufsnetz, dann hier Topflappen, das Muster. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das als nächstes Mal hochlade. Da seht ihr vielleicht schon, was ich für Fehler mache oder was weiß ich. Boah, dann ich habe auch keine Geduld, aber ich weiß auch nicht. Beim Stricken habe ich die Geduld. Wer kennt das von euch? Es ist so schlimm. Ich habe, wenn das dann nicht klappt, ich ribbel das auf, ne? Dann mache ich es nochmal und dann, kein Bock mehr. So, da hört meine Geduld dann schon auf. Und beim Stricken, da klappt das alles komischerweise, ne? Ich weiß auch nicht, was da anders ist, was ich da anders mache. Auf jeden Fall habe ich gedacht, dass wir ein bisschen häkeln im Sommer. Dann haben wir vielleicht auch kleinere Projekte, die man immer gut hochladen kann. Ja. Und dann würde ich sagen, geht es mit Häkelsachen weiter die nächsten Wochen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Und wie gesagt, wenn irgendwas ist, ich sage auch immer, was ich irgendwie, wo ich nicht so klar komme oder was weiß ich. Und vielleicht habt ihr irgendwelche Tipps, was man anders, besser oder sonst wie machen kann. Wie hier, dann habe ich gedacht, vielleicht so ein Sommertop oder irgendwie so. Aber ich glaube, da gefällt mir die gestrickte Art besser. Weil gehäkelt sieht das schnell aus wie so ein, ja, ich bin ja etwas stabiler und ich habe auch keinen Bock, so ein bauchfreies Top zu tragen, was die sich da alle häkeln. Dann stricke ich mir lieber was Langes und wo man halt den dicken Bauch nicht so sieht, ne? Von daher, ja, dann würde ich sagen, die nächsten Wochen ist ein bisschen Häkel-Content über den Sommer. Im Winter geht es dann halt ganz normal weiter mit Stricken. Ich habe schon ganz viele Videos gedreht. Ich mache auch gleich oder später hier diese Gum-Gum-Socken. Drehe ich ab für den Winter. Dann habe ich hier meine, ja, jetzt sieht man sie nicht, meine Strickjacke liegen. Bin ich auch ganz stolz drauf. Deshalb so kleine Häkelprojekte immer nur so für zwischendurch. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder mit dem nächsten Häkelprojekt. So, bis dann. Ciao. Ach so, und schreibt mal gerne in die Kommentare, was ich häkeln soll. Und lasst gerne ein Abo da. Und was denn noch? Abonnieren und liken das Video. Genau. So, bis später. Ciao.